In diesem Video geht es um die besten Mini-Kühlschränke. Der Qualitätssieger in unserem Mini-Kühlschrank-Test geht an den Bomann KB340-1. Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuester Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Die kompakte Kühlbox KB340-1 von Bomann ist perfekt für Singles, Studenten oder zur Nutzung im Büro. Der Kühlschrank von Bomann schont Ihre Haushaltskasse und unsere Umwelt durch einen geringen Stromverbrauch. Mit dem wechselbaren Türanschlag verfügen Sie über zusätzliche Flexibilität beim Einsatz Ihres Bomann-Kühlgeräts. Je nach Kühlgut können Sie das Gerät mit der stufenlosen Temperaturregelung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dank der herausnehmbaren Gitterablagen steht Ihnen bei Bedarf das gesamte Volumen 45 Liter der Kühlbox zur Verfügung. In der Tür können Sie zusätzlich Getränke und Snacks stets griffbereit lagern. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der DinoKraft-Paket Mini-Kühlschrank. Dieser Mini-Kühlschrank kann durch seine zwei verschiedenen Stecker Indoor 230 Volt und Outdoor 12 Volt Kabel betrieben werden. Das heißt, die Kühlbox kann sowohl zu Hause, im Hotel, in einer Ferienwohnung oder im Wohnmobil-Wohnwagen, auf einem Boot und am Strand mit einer entsprechenden DinoKraft-Paket-Powerbank betrieben werden. Die Kühlbox ist energieeffizient. Durch den Einsatz modernster, elektronisch geregelter Technik und höchst effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. Damit kommt die elektrische Kühlbox sowohl beim Kühlen als auch beim Warmhalten auf extrem reduzierte Verbrauchswerte. Ein praktisches Staufach für beide Kabel 12 sowie 230 Volt befindet sich im Deckel der Kühlbox. Die Länge der Kabel ist ausreichend für einen komfortablen Gebrauch. Das Kabel am 12 Volt Stecker ist ca. 1,7 Meter und am Netzstecker ca. 1,5 Meter lang. Die thermoelektrische Kühlbox ist energieeffizient. Die Kühlbox verbraucht zwischen 8 und 58 Watt je nach Betriebsart und Modus. So kann zum Beispiel während des Betriebs an einer 230 Volt Steckdose der Eco-Modus eingestellt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Mini-Kühlschrank-Test ist der Severin Mini-Kühlschrank. Die Box bietet mit ihrem 19 Litern Volumen reichlich Raum für 1,5 Liter Flaschen mit kühlen Drinks. Selbst der große Durst lässt sich problemlos stillen. Aber auch mehrere Aufbewahrungsboxen mit Salat, Grillfleisch oder warmem Curry stapeln Sie in der Box mit 29,7 x 39,8 x 41,6 cm Größe unkompliziert übereinander. Die 58 Watt Kühlbox verfügt über einen 230 Volt Netzanschluss für herkömmliche europäische Steckdosen. Für den Kühl- und Wärmebetrieb unterwegs ist sie außerdem mit einer 12 Volt Leitung für den Zigarettenanzünder ausgestattet. So ist die gewünschte Temperatur immer garantiert. Durch einfaches Drehen kann das Kabelfach geöffnet werden. Dort befinden sich neben dem Stromkabel auch die zwei Betriebsschalter. Die Box verfügt über drei Betriebsfunktionen: Kühlen, Warmhalten und Aus. Zusätzlich können zwei Leistungsfunktionen eingestellt werden: der energiesparende Eco-Modus mit 8 Watt und die maximale Leistung. Der Energiesparmodus kann jedoch nur mit einem 220 bis 240 Volt Anschluss betrieben werden. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.